Wohin die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg gegangen sind? Nach dem Zweiten Weltkrieg? Ich denke, viele sind sicher emigriert. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sind jetzt mal mehr oder weniger in die ganze Welt eigentlich. Also sehr viele sind nach Amerika emigriert. Ja, Amerika war sicher ein großes Ziel. Nach dem schweren Krieg denke ich nicht, dass viele noch irgendwie sehr, sehr finanzielle Mittel gehabt haben, dass sie dort schnell hinkommen. Also. Das, was wir jetzt gemacht haben, eigentlich in der Schule, nach Amerika eigentlich um, oder? Ja, wenn Geschichte nicht so oft aufpasst. Naja, bestimmt sind sehr viele in den Nahen Osten, eben nach Israel, geflüchtet. Ich denke, die meisten werden nach Israel oder damals noch nicht Israel gegangen sein. Über kurz oder lang Richtung damaliges Palästina bzw. Israel. Wie die dorthin kommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg? Interessante Frage. Ich denke, viel mit Schiffen. Ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Eigentlich eine urgute Frage, weil in der Schule hat man es nicht gelernt. Vielleicht mit dem Zug? Transporte, Flüchtlingstransporte? Mit Schiffen meistens? Keine Ahnung. Wie soll sie hinkommen? But I think it has to be much deeper than just to remember this time. You have to be to go back to the war. I mean, to understand what happened also in Austria. I think it was a very, very tragic and very hard time. And I think it's more than just to remember this happened. What happened in this time? I mean, because it was after the war. But you have to understand. I mean, the people have to know. And to understand. I've got this feeling of falling apart. Denken Sie an das Schicksal von Menschen, jemand, der aus einem Konzentrationslager überlebt hat oder im Verdeckt war. Und jetzt glaubt, jetzt ist Frieden. Ne? Und dann muss er noch diesen langen, langen Weg mit allen Schwierigkeiten machen, von einem Lager zum anderen. Nicht mehr deutsche Lager, aber Lager. Niemand wollte uns. Wohin? My purpose was to escape from Russia, because in those days it wasn't the best thing to live in Russia. And my parents, I had lost the whole family. There was no possibility to start a new life then. If this is not right. Immer mehr und mehr Juden kamen aus allen möglichen Gegenden des Ostblocks, Rumänien, Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und alle ihn überall bitter beklagt. Und man hat sie durch die Organisation der Brecha immer nur bei Nacht herausgebracht aus den Städten. Denn die Bevölkerung selbst wollte davon nichts wissen, dass sie flüchten. Weil man gefürchtet hat, das wird überall erzählt. Also auf der einen Seite wollte man sie nicht haben, aber die da waren, wollte man nicht weglassen. Please, let me stay.
Salzburg wurde als Drehscheibe ausgesucht, erstens eine rein amerikanische, ohne russischen Einfluss. Währenddem in Wien es schon ein bisschen komplizierter war, denn man konnte nicht alle Juden in der amerikanischen Zone unterbringen. Und jede andere Zone war für Juden untragbar, denn die wollten davon nichts wissen. It seems as if this could be the end. But thank God we can still pretend. Still pretend. In Wien gesagt, bei einem Vortrag, Österreicher sind ganz ein besonderes Volk, die waren nämlich unter dem Eindruck, zweimal befreit geworden zu sein. War froh, die Juden loszuwerden. Ich glaube, wenn man verlangt hätte, 100 Schilling für einen Juden, der über die Grenze geht, hätte man es auch gekriegt. Was the biggest illegal immigration organization in the 20th century. If you research, you will see, it was the biggest. Ich war in den späteren Jahren Generaldirektor des Verteidigungsministeriums in Israel und kannte einen Berater der russischen Botschaft. Da sagte ich, ich kenne Sie. Und dann sagte ich, naja, wir sicher, wir haben uns kennengelernt. Sagt er, nein. Sie waren der Kommandant der 5. Besatzungsarmee in Österreich. Was meint er damit? Wir hatten uns ausgeführt, als ob wir niemanden fragen müssen, was wir machen sollen. Das haben wir auch nicht getan. Meistens wollten alle in der freien Welt. Palästina zu dieser Zeit war nur ein Traum. War ein Traum. Und niemand wusste, ob das verwirklichen oder nein. Jedenfalls alle haben gesagt, als die englisch-amerikanische Kommission in die Lage gingen, sagten 99%, wir wollen nach Palästina. Aber die Tore der anderen Staaten waren damals nicht so offen. Hätten die Amerikaner damals gesagt, wir nehmen jetzt die Juden auf, dann wären vielleicht sehr viele nach Amerika gegangen. Ich glaube, jeder Mensch sucht eine Heimat. Er sucht eine Heimat, er sucht, in einem Volk zu leben, das dem er angehört. Ich glaube, das ist das Natürlichste, was auf der Welt geschehen kann.
Damals gab es schon Saalfelden, das Clarion-Saalfelden. Ihr wisst, das Clarion-Saalfelden haben wir von den Amerikanern ersucht, ein Clarion-Saalfelden zu machen, damit wir ein Durchgangslager haben in die französische Zone. So entstand das Clarion-Saalfelden. Unsere Aufgabe war, die Flüchtlinge nach Salzburg zu bringen und von dort in die französische, über die französische Zone nach Italien oder über die Grenze nach Deutschland. Nun, mit den Franzosen hatten wir auch Schwierigkeiten. Until one day I was informed, we had the person of course in Innsbruck, and I was informed that there's no possibility, no more possibilities to send transports via the Brenner Pass, because there are on the Brenner Pass British soldiers, and they have decided that the Brenner Pass must be closed to Jews. Dann sahen wir uns die Landkarte an. Und dann entdeckten wir plötzlich, dass zwischen der englischen Zone und der französischen Zone gibt es einen Pass, der zur amerikanischen Zone gehört. Das heißt, weder die Engländer noch die Franzosen können da intervenieren. Man wollte die Leute bei Tag nicht führen. Denn wenn sie die Schluchten gesehen haben, wo die Wege gehen, wären sie nicht gegangen. Man musste sie bei Nacht führen. Mit dem Sohn auf meine Achseln und meine Frau nach mir. Von einer Seite ist der Bark und ich gehe so. Ich halte ihn bei seinen Fuß und mit den Achseln wollte ich griffen den Bark, damit ich orientiere mich, wo ich bin. Wenn in dieser Seite war der איך אומרים, התהום. שלוחת. שלוחת, יא. תיגן, זו, זו, אוף די פיס, דה, זו. איך, אס עד גדאות פילאיכט, איינה שטונדה, עוד המאה, עוד המאה. Thank you.
wenn er wollte Pipi machen, hat er mir gemacht, da hier. Was kann ich machen? Ich musste vorsetzen. The way was not an easy way. They went by night. My father has to took me on his hand. I was approximately 4 or 5 months, and he shut my mouth because it was dangerous. The group can be seen or heard. Haven't you heard it was on TV? Jesus comes back, I know he saves. It seems as if this could be the end. They were full of hope that they are going to establish a new country, and we have many problems again in our country. And as a mother of 3 soldiers, it wasn't so easy. I've got this feeling of falling apart. But please don't take me. This is not right, it might be wrong. Unser Konflikt mit den Palästinensern ist jetzt schon 100 Jahre alt. Ich hoffe, es wird weniger als 100 Jahre dauern, bis wir Frieden haben. Don't take me.